بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Meine lieben Geschwister, wir wollen insha'Allah ta'ala heute mit dem zweiten Teil weitermachen von Surat al-Munafiqun. Surat al-Munafiqun. Und wir hatten ja in der letzten Woche uns mit dem ersten Teil auseinandergesetzt gehabt, wo wir unter anderem uns auch mit einer wichtigen Einleitung beschäftigt hatten. Und zwar mit einer Einleitung zum Nifaq. Das heißt, eine Einleitung zur Heuchelei. Und aufgezeigt, wie oft Allah subhanahu wa ta'ala dieses Thema im Koran thematisiert. Und wie oft der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf diese Thematik eingegangen ist. Und wir haben auch erklärt gehabt, woran das liegt. Und zwar daran, dass man die Munafiqun, die Heuchler, nicht wirklich fassen kann. Weil sie sich immer anpassen können. Und wie wir aufgezeigt hatten, im Sprachlichen kommt das von Al-Nafaq. Das heißt, ein Tunnel, der zwei Öffnungen hat. Und je nachdem, wie es gerade passt, suchen sie den einen Ausgang oder den anderen Ausgang. Wie ein Chamäleon, was sich an jede Situation und jede Farbe anpassen kann. Und aus diesem Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala so viele Ayat über die Eigenschaften der Heuchler herabgesandt. Und unter anderem auch diese Sura, welche auf 11 Ayat besteht. Und wir hatten uns ebenfalls damit beschäftigt gehabt, was der Offenbarungsanlass dieser Sura ist. Was war der Offenbarungsanlass dieser Sura? In welchem Kontext wurde diese Sura offenbart? Zu welcher Schlacht oder auf dem Rückweg welcher Schlacht wurde diese Sura offenbart? Könnt ihr euch vielleicht erinnern? Und zwar auf dem Rückweg von Ghazwat Bani al-Mustaliq oder Ghazwat al-Muraysi', welche im 5. Jahr nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen ist. Wo dann einige der Heuchler, unter anderem Ra'sul Munafiqin, das Oberhaupt der Heuchler, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, zu einigen seiner Anhänger sagte, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ. Der Starke, der Mächtige wird den Schwachen, und er meinte damit die Muslime, vertreiben aus Medina. Woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dann diese Ayat herabgesandt hat, weil er natürlich all dies verneinte. Und Allah Ta'ala gleichzeitig aufzeigte, dass sie lügen. Und auf einige Eigenschaften der Heuchler einging, wie dass sie immer wieder schwören. Aber dass, wenn man ihnen zuhört, ihre Worte rhetorisch einwandfrei sind. Wenn man ihre Körper sieht, man das Gefühl hat, oh, was für schöne Menschen, was für starke Menschen. Aber am Ende sind sie lediglich eine Last. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَ. Als wären sie einfach nur Balken, Holzbalken, Bretter, welche an eine Wand angelehnt sind und welche somit zu einer Last werden, anstelle dessen, dass sie eine Stütze für diese Umme sind. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala all dies erwähnt hat, spricht er jetzt über eine weitere Eigenschaft. Und zwar in der Ayah Nummer 5, die wir letzte Woche nicht mehr besprochen hatten. Und zwar sagt Allah ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. Und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her, damit Allahs Gesandter für euch um Vergebung bittet. لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Drehen sie ihre Köpfe zur Seite und du siehst sie sich hochmütig abwenden. Wahrscheinlich sind einige Leute, einige der Gläubigen, zu diesen Heuchlern gekommen, wie Abdullah ibn Ubay ibn Salul.
sie wollten ihnen einen Nasiha geben. Wollt ihr nicht bereuen? Geht doch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wird niemanden ablehnen. Und er wird für euch um Vergebung bitten. Allah um Vergebung bitten. Ihr könnt neu beginnen. Ihr könnt einen Neuanfang starten. Als sie jedoch diese Worte hörten und diese Nasiha, diesen Ratschlag hörten, wurden sie hochmütig. Und Allah sagt, lawwaw ru'usahum. Lawwaw bedeutet so viel wie, sie haben sich abgewandt. Sie haben nicht zugehört, sondern sie haben sich abgewandt. A'radu. Und dann, wara'aytahum, nicht nur das, du siehst, yasuddun, wie sie sich dann auch noch abwenden oder auch noch andere versuchen abzuhalten, jegliche Form von Taube ablehnen, wahum mustakbirun, und dabei hochmütig sind. Meine lieben Geschwister, eine der wichtigsten Gründe und Ursachen dafür, dass ein Mensch keine Rechtleitung findet, ist der Kibr, der Hochmut. Dass ich hochmütig bin. Dass ich denke, ich würde alles besser wissen als andere. Dass ich nicht bereit bin, eine Nasiha, einen Ratschlag anzunehmen. Es handelt sich um eine der schlimmsten Eigenschaften überhaupt. Und jetzt muss man sollte aufpassen, dass sich diese Eigenschaft, das Kibr, nicht in mein Herz schleicht. Dass diese Eigenschaft, das Hochmut, sich nicht in mein Herz schleicht. Und dass ich dadurch vielleicht eine Nasiha ablehne, welche mein Leben verändern könnte. Ja, manchmal kann eine Nasiha, die dir jemand gibt, ein aufrichtiger Ratschlag, dein komplettes Leben zum Positiven verändern, wenn du ihn annehmen würdest. Und die Gelehrten sagen, subhanallah, etwas sehr Wichtiges. يَضِيعُ الْعِلْمُ بَيْنَ الْحَيَاءِ وَالْكِبْرِ يَضِيعُ الْعِلْمُ بَيْنَ الْحَيَاءِ وَالْكِبْرِ Das Wissen, es geht verloren zwischen zwei Eigenschaften. Welche sind das? حَيَاء, ich schäme mich zu sehr, ich schäme mich zu fragen. وَالْكِبْرِ, dass ich hochmütig bin. Ich lasse mich nicht von jemandem im Koran korrigieren, der jünger ist als ich. Ich kenne manche, subhanallah, sie denken, habe ich schon oft erlebt, subhanallah, sie denken, sie können den Koran perfekt rezitieren. Und dann sitzen sie in einer Sitzung und dann werden sie korrigiert und sie reagieren sehr, sehr allergisch darauf. Wie kann mich jemand, der jünger ist, vor allen Leuten hier korrigieren? Und sind nicht bereit, etwas dazu zu lernen. Und somit entgeht ihnen wertvolles Wissen. Sie hätten den Koran richtig rezitieren lernen können, wenn sie ein bisschen bescheidener wären, aber sie sind nicht bereit, so etwas zu akzeptieren oder anzunehmen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt, ad-din an-nasiha, subhanallah. Ad-din an-nasiha. Die Religion ist der aufrichtige Ratschlag. Mit anderen Worten, ein wichtiger Bestandteil unserer Religion ist der aufrichtige Ratschlag. Dass ich auf der einen Seite diesen Ratschlag gebe, aber auf der anderen Seite diesen Ratschlag auch akzeptiere. Weil das bringt mich weiter in meinem Leben. Und sie sind nicht bereit gewesen, diesen aufrichtigen Ratschlag zu akzeptieren oder anzunehmen. Und dementsprechend haben sie sich abgewandt. Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. سَوَاءٌ عَلَيْهِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ Gleich ist es in Bezug auf sie. Ob du für sie um Vergebung bittest oder nicht. لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ Allah wird ihnen nicht vergeben. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Gewiss, Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht. Allah Ta'ala, er zeigt auf, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, selbst wenn er für sie um Vergebung bitten sollte, Allah Ta'ala sogar diesen Istighfar unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam für sie nicht akzeptieren würde. Warum? Weil sie nämlich Frevler sind, wie Allah Ta'ala sie beschreibt. Und weil sie in ihrem tiefsten Inneren nicht an Allah subhanahu wa ta'ala glauben, sodass sogar der Istighfar unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam für sie nichts bringen würde. Interessant ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam aber auf diese Ayah reagiert hat.
Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es in Surat al-Tawbah heißt, in tastaghfir lahum sab'ina marra, wenn du für sie sogar 70 Mal um Vergebung bitten solltest. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er diese Ay gehört hat, sagte er folgendes: Inni qad rukhisa li fihim, mir wurde erlaubt, für sie Istighfar zu machen. فَوَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ. Bei Allah, ich werde für sie mehr als 70 Mal um Vergebung bitten. Vielleicht wird Allah ihnen vergeben. Woraufhin dann diese Ayah in Surah Taube herabkam, wenn du für sie 70 Mal um Vergebung bitten würdest, Allah würde ihnen nicht vergeben. Was lernen wir daraus? Was sehr wichtig ist, meine lieben Geschwister. Eine Eigenschaft, die leider bei einigen Muslimen heutzutage nicht vorhanden ist. Nämlich die Eigenschaft der Rahma, der Barmherzigkeit. Schaut mal, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wusste, welchen Schaden Abdullah ibn Ubay ibn Salul für die Muslime verursachte. Er wusste, dass er den Islam bekämpft. Und trotz alledem machte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für ihn Dua und Istighfar, bis es ihm verboten wurde. Und er sagte, wenn ich wissen würde, dass wenn ich mehr als 70 Mal für ihn Istighfar mache und Allah ihm dafür vergeben würde, würde ich es tun. Und er hat ihm sogar sein Gewand gegeben, sein Gewand, mit dem Abdullah ibn Ubay ibn Salul, das Oberhaupt der Heuchler, dann bestattet wurde. Was ist das für eine Eigenschaft? Das ist eine Eigenschaft der Barmherzigkeit im Herzen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und diese Eigenschaft beschreibt Allah Ta'ala im Koran. Und zwar sagt er über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَكُمْ. Durch Barmherzigkeit von Allah bist du ihnen gegenüber weichherzig. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّعَ, wärst du hartherzig, hart, harsch im Umgang. غَلِيظَ الْقَلْبِ, hättest ein hartes Herz, لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ, würden sie sich von dir abwenden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte immer das Beste für die Menschen. Er wollte nie, dass ein Mensch bestraft wird. Er wollte nie, dass ein Mensch in die Hölle kommt, sondern er hat sich immer gewünscht, selbst wenn es sich um einen Feind handelte, dass er das Paradies betreten kann. Heutzutage haben wir aber eine Art von Muslimen, die genau das Gegenteil möchte. Die am liebsten jeden Muslim oder jeden Menschen auf dieser Welt in die Hölle befördern möchte. Und die im Grunde genommen nur auf einen Fehler wartet, um jemanden zu verurteilen. Ah, guck mal hier, la'anatullahi alayh, guck mal hier, was ist das für ein Muslim, a'udhu billah, der ist so und so in der Hölle. War unser Prophet so gewesen, sallallahu alaihi wa sallam? Hat unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam für irgendjemanden das Schlechte gewünscht? Im Gegenteil, selbst für solch einen Menschen, wo klar gewesen war, dass er ein Feind des Islam ist, wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam für ihn das Beste. Subhanallah. Und so sollten wir sein. Denkt immer an diesen schönen Satz. Nahnu du'a wa lasna qudha. Merkt euch das. Du'a wa lasna qudha. Wir sind Menschen, die einladen zum Islam, aber wir sind keine Richter. Unsere Aufgabe ist es nicht, über andere Menschen zu richten, ob sie in der Hölle sind oder ob sie im Paradies sind. Sondern unsere Aufgabe ist es einfach nur, die Barmherzigkeit des Islams zu verbreiten. Und wer dann zu uns findet, sagen wir Alhamdulillah. Wer von uns nicht zu uns findet, für den bitten wir um Hidayah und wir wünschen ihm das Beste. Das ist das, was wir uns wünschen. Und so war der Umgang des Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den Menschen gewesen. Lieber mache ich einen Fehler, einmal mehr Istighfar für eine Person zu machen, als dass ich den Fehler mache, eine andere Person zu Unrecht zu verfluchen. Manche machen es genau umgekehrt. Sie sagen sich, lieber mache ich einmal mehr Takfir, als dass ich versehentlich einen Menschen nicht aus dem Islam ausschließe. Es muss genau umgekehrt sein. Mach lieber einmal mehr Dua für eine Person, dass sie ins Paradies kommt, als dass du einmal zu viel über jemanden urteilst, dass er kein Muslim ist. Und genau davor hat uns der Prophet gewarnt, sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Wer zu seinem Bruder sagt, o Kafir, so fällt es auf einem von beiden zurück.
Subhanallah. Und jetzt, Allah zeigt also auf, selbst wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch weiter Istighfar machen sollte, Allah subhanahu wa ta'ala, er würde ihnen nicht vergeben. Warum? Was ist die Begründung? Allah begründet das. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin. Gewiss, Allah leitet das Volk der Freveler nicht recht. Was ist ein Fasiq? Was ist die Bedeutung des Wortes Fasiq? Al-Fusuq huwa al-Khuruj an ta'atillah. Fusuq al-Khuruj an ta'atillah. Al-Fuwaisiqa ist eine Maus. Al-Fuwaisiqa ist eine Maus. Was ist damit gemeint? Die kleine Frevelerin. Damit ist gemeint, dass sie immer das tut, was sie eigentlich nicht tun sollte. Sie stört die Menschen etc. Sie macht genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich zu Hause haben möchte. Und Allah Ta'ala, er zeigt auf, was der Grund dafür ist, dass sie keine Vergebung finden. Und zwar, sie haben sich bewusst gegen die Gebote Allahs gestellt. Und das ist ganz wichtig. Allah leitet niemals einen Menschen zu Unrecht in die Irre. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jedem Menschen die Möglichkeit gegeben, zu ihm zu finden. Aber wenn sich der Mensch bewusst dagegen stellt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Rechtleitung verwehren, obwohl er ihm immer wieder die Möglichkeit gibt, auch zu ihm zurückzukehren. Und nur Allah weiß, wer wirklich ein Fasiq ist und wer nicht. Und das führt uns zu einer wichtigen Sache, meine lieben Geschwister. Nämlich dazu, dass ich als Muslim aufpassen muss. Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Wir sind Muslime, Alhamdulillah. Könnte uns aber der Islam genommen werden? Ja. Und zwar durch unsere eigenen Taten. Wenn wir anfangen, unachtsam zu werden. Und wenn wir anfangen, durch unsere Unachtsamkeit immer wieder die Grenzen Allahs zu überschreiten. Sodass irgendwann einmal die Eigenschaft des Fisq, des Frevelns, zu einer Eigenschaft von uns wird. Dann kann es gefährlich werden. Dann kann es nämlich passieren, dass die Versuchungen Zugang zu meinem Herzen finden. Und ich dann irgendwann einmal so stark in Versuchung geraten bin, in eine Fitne gefallen bin, dass ich nicht mehr herausfinde. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt es in diesem bekannten Hadith, den wir schon oft zitiert haben. Wo er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, Badiru bil a'mali fitanan ka qita'i laylin muzlim. Kommt mit euren Taten, Versuchungen zuvor, die so dunkel sind wie die Teile einer finsteren Nacht. Gute Taten vollziehen. Um mich vor was zu schützen? Vor Versuchungen. Und dann geht der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ins Detail. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Eine Person steht als Mu'min morgens auf und geht als Kafir zu Bett. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Er geht als Mu'min abends zu Bett und steht am Morgen als Kafir auf. Warum? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Er verkauft seine Religion für etwas Weltliches von dieser Dunya. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nachdem jetzt Allah subhanahu wa ta'ala über diese Möglichkeit spricht, die sie bekommen haben, zum Propheten zu gehen. Sie haben eine Nasiha bekommen, aber sie haben sie nicht akzeptiert. Zeigt jetzt Allah Ta'ala auf, was sie noch verbrochen haben. Indem nämlich Allah dann in der 8. Ayah folgendes spricht. Und er zitiert sie. Yaqulun, sie sagen. Wer sagt ganz konkret? Und zwar Abdullah ibn Ubay ibn Salul und diejenigen, die mit ihm sind. Yaquluna. Sie sagen, la irraja'na ila al-Madinati, la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall. Wenn wir nach Al-Madina zurückkehren, sie waren ja auf dem Rückweg von der Stadt Banu al-Mustaliq, ja? Wenn wir nach Al-Madina zurückkehren, so wird ganz gewiss der Mächtigere den Niedrigeren aus ihr vertreiben. Mit anderen Worten, wir werden die ganzen Muhajirin, die gekommen sind, diese ganzen Flüchtlinge aus Madina vertreiben. Das ist unser Land, das ist unsere Stadt. Und sie meinten damit natürlich auch indirekt wen? Den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Daraufhin antwortet Allah: Walillahi al-izzatu
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Doch Allah gehört die Macht und auch seinem Gesandten und den Gläubigen. Aber die Heuchler wissen nicht. Als Abdullah ibn Ubay ibn Salul diese Worte von sich gegeben hat, da ging ein junger Sahabi, Zayd ibn Arqam, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hörte, was er gesagt hatte. Und auf jeden Fall ging er zu seinem Onkel, ja, Al-Arqam, und erzählte ihm das, was er gehört hat, direkt aus dem Mund von Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Er sagte, mein Onkel, er erzählte das dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam mich rief. Und ich erzählte es ihm dann direkt noch einmal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam schickte dann jemanden zu Abdullah ibn Ubay und seinen Gefährten. Und sie kamen und haben daraufhin geschworen, bei Allah, so etwas haben wir nie gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er glaubte zunächst erst einmal Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Und dann sagte Zayd ibn Arqam, فَأَصَابَنِ شَيْءٌ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ. Und dann war ich in einem Zustand wie noch nie zuvor. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir nicht geglaubt. Ich stehe als Lügner da, vor den, in den Augen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ. Und ich saß dann zu Hause. فَقَالَ عَمِّي. Ja, mein Onkel sagte, مَا أَرَدْتُ إِلَىٰ أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam وَمَقَتَكَ. Ja, ich wollte nicht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir nicht glaubt und dann dich verabscheut, woraufhin Allah ta'ala dann diese Sura herabsandte, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ. Subhanallah. Das heißt, er hat das gesagt und Zayd ibn Arqam erzählte das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, weil Abdullah ibn Ubay ibn Salul gut reden konnte, ja, glaubte dann Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Und daraufhin kam dann die Offenbarung mit all diesen Versen, wo Allah Ta'ala eins zu eins das zitiert, was Zayd ibn Arqam aus dem Munde von Abdullah ibn Ubay ibn Salul gehört hat. يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. Sie sagen, wenn wir nach Medina zurückkehren, so wird ganz gewiss der Mächtigere den Niedrigeren aus ihr vertreiben. Und dann zeigt Allah Ta'ala auf, wer der wirklich Mächtige ist, wer wirklich Stolz hat, Izza. Und zwar, doch Allah gehört die Macht, die Izza, der Stolz, und auch seinem Gesandten und den Gläubigen, aber die Heuchler wissen nicht. Am Ende ist Allah Ta'ala derjenige, der diese Izza gibt, nicht wie Menschen. Es kann sein, dass ein Mensch vielleicht von dieser Dunya nichts besitzt, aber mehr Izza besitzt als ein wirklich mächtiger Mensch. Das ist Izza. Izza ist, dass du Prinzipien hast, an die du festhältst. Du lässt dich nicht kaufen. Es gibt Menschen, die haben viel Geld, aber die lassen sich kaufen für Geld. Hat so ein Mensch Izza? Nein, so ein Mensch hat keine Izza. Und es kann sein, dass jemand von dieser Dunya so gut wie nichts hat. Aber er hat Prinzipien, an denen er festhält in seinem Leben. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Es war ein Mensch gewesen, der hatte Izzat Nafs. Er hat nie etwas von irgendeinem anderen Menschen angenommen. Es kam zu ihm Geschenke von den Kalifen, von den Reichen der Stadt. Er hat immer abgelehnt, sein Leben lang. Er hatte Izzat gehabt. Er ist arm gestorben, aber er hatte was gehabt? Er hatte Izzat gehabt, Prinzipien. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Die Izza erlangen wir nicht durch Äußerliches, indem ich teure Kleidung trage. Manche denken, ah, ich bin jemand, der was Besonderes ist, weil ich mir teure Markenkleidung leisten kann. Das ist nur eine äußere Schale. Die wahre Izza liegt darin, dass du Allah nahestehst, dass du Prinzipien hast, an denen du festhältst. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat den Sahabe die Izza anerzogen. Die Izza, diesen Stolz anerzogen. Und als er die Bay'a, die Huldigung, den Treueeid von einigen Sahabe dann bekommen hat, hat er von ihnen verlangt, dass sie niemals jemanden um etwas bitten sollen. Immer unabhängig sein sollen. Und dieser Sahabe, subhanallah, die dem Propheten diesen Treueeid gegeben haben, was haben sie gemacht? Selbst wenn sie auch nur eine Kleinigkeit hatten, wo sie einfach nur mal kurz Hilfe brauchten, haben sie es abgelehnt, irgendjemanden darum zu bitten. Haben alles selbst gemacht, um einfach diese Izza zu bewahren.
Deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich möchte, dass wir uns diese Eigenschaft der Izza aneignen. Dass wir Vorbilder sind, dass die Geschwister, die zum Unterricht kommen, die lernen, dass sie auch lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Nicht die Hand auszustrecken, sondern diejenigen zu sein, welche geben und nicht diejenigen zu sein, welche nehmen. Ich strebe danach, dass es immer Geschwister gibt und Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Das ist etwas anderes. Und das ist auch nicht falsch. Es geht aber nur daran, wonach ich streben sollte. Was sollte mein Ziel sein? Wenn ich jung bin, wenn ich gesund bin, wenn ich arbeiten gehen kann, dann sollte ich arbeiten gehen. Und ich sollte diese Izza haben, dass ich versuche, unabhängig zu sein. Und deswegen, was sagt unser Prophet, was sagt Jibril alayhi salam zu unserem Propheten sallallahu alayhi wa sallam? Ja Muhammad, oh Muhammad, عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. Lebe so lange du willst, weil du wirst sterben. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ. Und lieb, was du willst, du wirst dich davon trennen. وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ. Und tu, was du willst, du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. وَأَعْلَمْ jetzt fällt mir gerade genau dieser Punkt nicht ein. عِزَّةُ الْمُسْلِمِ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ. Wisse, dass der Stolz des Mu'mins, die Würde des Mu'mins darin liegt, dass er in der Nacht betet. وَعِزَّهُ, sein Stolz liegt worin? Seine Würde liegt worin? اِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. Dass ich unabhängig bin von den Menschen. Ich strecke meine Hand nicht aus. الْيَدُ الْعُلْيَ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Die gebende Hand ist besser als was? Die nehmende Hand. Subhanallah. Doch Allah gehört die Macht und auch seinen Gesandten und den Gläubigen. Aber die Heuchler wissen das nicht. Nein. Die denken nur an das Materielle. Sie haben das nicht verinnerlicht. Und jetzt kommt ein weiteres Zitat, was sie gesagt haben. Yaquluna. Allah, ich habe eine Ayah vergessen, die Ayah Nummer 7. Entschuldigt bitte, Affa. Ich habe die Ayah Nummer 7 vergessen, das ist die Ayah Nummer 8. Ja? Also eine Ayah davor, wir gehen eine Ayah zurück. هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ. Sie sind es, die sagen, gebt nicht aus für diejenigen, die bei Allahs Gesandten sind. حَتَّى يَنْفَضُّوا, bis sie von ihm weg auseinander und davonlaufen. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Doch Allah gehören die Schatzkammern der Himmel und der Erde. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Aber die Heuchler verstehen nicht. Das ist ebenfalls etwas, was sie gesagt haben. Wenn ihr zurückkommt, dann sagt, gebt nicht diesen bedürftigen Menschen, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind. Und sie haben das so verpackt, als würden sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam helfen wollen, damit er nicht in Anführungsstrichen genervt wird von den Bedürftigen, die um ihn herum sind. Aber in Wirklichkeit wollten sie was? Dass die Menschen Medina verlassen, dass sie allein in Medina bleiben, aber haben das verpackt als was? Als würden sie etwas Gutes wollen. Und wie gesagt, die Heuchler, sie haben halt immer diese Sprache, wo sie so tun, als würden sie etwas Gutes für die Muslime wollen, aber in Wirklichkeit bekämpfen sie den Islam und die Muslime. Und Allah Ta'ala, er sagt, ja, selbst wenn ihr sie nicht mehr unterstützen solltet, ihr seid nicht die Versorger, sondern wer ist der Versorger? Wer ist der Versorger? Allah. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Doch Allah gehören die Schatzkammern der Himmel und der Erde. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Aber die Heuchler verstehen nicht. Diese Ayah ist unglaublich wichtig für uns. Gerade hier in Deutschland. An jedem Ort dieser Welt, aber gerade auch für uns Muslime, wo wir als Minderheit leben, in einer nicht-muslimischen Gesellschaft. Ich darf niemals glauben, dass meine Religion ein Hindernis sein könnte für meinen Rizq. Ganz wichtig. Nochmal. Ich darf niemals als Muslim glauben, dass meine Religion ein Hindernis sein könnte für meine Versorgung. In wessen Hand liegt die Versorgung? In der Hand eines Arbeitgebers oder in der Hand Allahs? Der Hand Allahs. Mit anderen Worten, wenn ein Muslim bereitwillig auf seine Religion verzichtet, beispielsweise auf sein Gebet komplett, sagt, ich kann auf Arbeit nicht beten, geht nicht, sondern am Abend alle Gebete zusammenfasst. Ja? Oder vielleicht auch andere Dinge macht, die verboten sind im Islam,
dann sollte er sich immer bewusst sein, er macht einen großen Fehler, weil er nämlich dem Menschen mehr vertraut als dem Schöpfer der Menschen. Er vertraut einem Menschen, der genauso schwach ist wie er selbst, in dessen Hand eigentlich nichts liegt, anstatt Allah zu vertrauen, der beide erschaffen hat und in dessen Hand alles liegt. Wenn dir eine Tür verschlossen bleibt in der Dunya, dann wird dir Allah Ta'ala eine andere Tür öffnen, weil dein Rizq steht fest, mein lieber Bruder. Wallahi, dein Rizq stand schon fest, als du noch in deinem Mutterleib gewesen bist oder im Leib deiner Mutter gewesen bist. Da stand schon dein Rizq fest. Am 120. Tag passiert was, wenn der Embryo 120 Tage alt ist. Was geschieht? ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ. Dann wird ein Engel geschickt. فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Und er wird ihm befohlen, vier Dinge jetzt niederzuschreiben. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ. Vier Dinge. Sein Risk als erstes, seine Versorgung. Steht fest, deine Versorgung, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, steht fest. Das heißt nicht, dass du nichts tun sollst, du musst dich anstrengen, aber sie steht fest. Nicht dein Arbeitgeber legt das fest, sondern Allah legt das fest, bevor du überhaupt auf diese Welt kommst. Und dann deine Handlung, was du tun wirst, Allah weiß es. Dann deine Ajal, wie lange du leben wirst. Und dann Nummer vier, ob du glücklich sein wirst, also das Paradies betreten wirst oder die Hölle. Steht fest. Das heißt nicht, dass du nichts tun kannst. Nein, Allah weiß es nur. Allah weiß es. Ein langes Thema, auf das wir jetzt nicht ins Detail eingehen können, aber Allah weiß, was du tun wirst und wohin du gehen wirst. Und dementsprechend vertraue Allah und halte an deinen Prinzipien fest und sei dir sicher, wenn sich eine Tür schließt, dann wird sich immer eine andere Tür öffnen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? إِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ. Du wirst nichts für Allah unterlassen. Illa wa abdalaka Allahu bihi ma huwa khayrun laka min. Was heißt Allah? Dir als Alternative dafür etwas gibt, was besser für dich ist. Subhanallah. Das sind die beiden Dinge, die sie sagten. Auf der einen Seite, ja, spendet nicht für diejenigen, die beim Propheten sind. Die nerven den Propheten nur, aber in Wirklichkeit wollten sie einfach nur, dass die ganzen Leute Medina verlassen. Und wenn wir in Medina ankommen, dann wird der Mächtigere den Schwächeren vertreiben. Aber sie haben natürlich geschworen, dass sie so etwas niemals gesagt haben. Und jetzt geht es weiter. Und zwar, es kommt jetzt der letzte Abschnitt der Sura. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala über die Heuchler gesprochen hat, spricht jetzt Allah ta'ala am Ende der Sura nicht mehr über die Heuchler, sondern er wendet sich jetzt an wen? An die Gläubigen. Die ersten acht Verse sprechen über die Heuchler und ihre Eigenschaften, was sie getan haben, was sie gesagt haben. Und jetzt kommen die letzten drei Verse. Und hier spricht Allah Ta'ala die Gläubigen an. Und Allah Ta'ala, er sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum, wa la awladukum an dhikrillah. O, die ihr glaubt, nicht ablenken sollen euch euer Besitz und eure Kinder von Allahs Gedenken. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Diejenigen, die dies tun, das sind die Verlierer. Was hat das jetzt mit dieser Sura zu tun? Was hat jetzt diese Ayah mit dem Rest der Sura zu tun? Warum spricht Allah Ta'ala in einer Sura, in der es um die Munafiqun spricht, geht plötzlich die Gläubigen an und verlangt von ihnen, dass sie sich nicht ablenken lassen sollen durch ihr Vermögen oder durch ihre Kinder vom Gedenken Allahs? Was würdet ihr sagen? Was könnte der Grund sein, warum Allah Ta'ala plötzlich jetzt switcht, plötzlich die Gläubigen anspricht, obwohl er zuvor die Heuchler angesprochen hat oder über sie gesprochen hat? Was will Allah Ta'ala uns damit aufzeigen? Ich fühle einen Gedanken. Warum kommt jetzt dieser Abschnitt? Ja, um die Gläubigen umso mehr zu warnen? Wovor zu warnen? Um achtsamer zu sein. Er sagt, wir sollen nicht... Um achtsamer zu sein, ja. Aber vielleicht auch, ja? Vielleicht ist das Ablenken vom Gedenken und das Einfallstor für die Heuchelei. Sehr, sehr gut. Das war ja auch vielleicht das, worauf du hinaus wolltest. Das Einfallstor für die Heuchelei. Wenn ich mit der Dunya beschäftigt bin,
Wenn die Dunya mich komplett ablenkt, dann braucht es nur eine kleine Versuchung zu geben und ich lasse mich darauf ein. Und wenn ich mich erst einmal auf eine Fitna einlasse, dann geht das ganz schnell. Und dann kommt die erste Fitna, kommt die zweite Fitna, die dritte Fitna. Und deswegen, Allah warnt die Gläubigen. Und Allah zeigt uns auf, wie ich mich vor dem Nifaq, vor der Heuchelei schützen kann, indem ich nicht abgelenkt bin von dieser Dunya. La tulhikum, nicht ablenken. Amwalukum, euer Vermögen. Ich habe nur noch was im Kopf. Karriere. Ich bin nur noch mit der Arbeit beschäftigt. Tag und Nacht, noch Geld. Und fange nur noch an, über mein Geld nachzudenken. Kann mich in meinem Gebet gar nicht mehr konzentrieren. Selbst im Gebet zähle ich Dollar und Euros. Ta'isa abdud dinar. Wa abdud dirham. Wa abdul khamisa. Ta'isa wantakas. Wa idha shika falantakash. Zugrunde gehen soll der Diener und der Knecht des Goldstückes, der Goldmünze, des Dinars und der Knecht und Diener und Sklave des Dirhams, des Silber, der Silbermünze und der Diener und Knecht und Sklave der teuren Kleidung, Ta'is, zugrunde gehen soll er. Wantakas, und auf seine Fersen soll er fallen. Wa idha shika falantakash, und wenn er gestochen wird, so soll dieses Dorn nicht herausgezogen werden. Dunya kann dich ablenken. Es geht schneller, als du denkst. Wallahi, schneller, als du denkst. Das Problem ist, du merkst das in diesem Moment gar nicht mehr, wie abgelenkt du bist von der Dunya. Fängst dann an, irgendwann mal dein Gebet zu vernachlässigen, irgendwann mal deine Prinzipien zu übersehen. Einfach nur, um schneller an Geld zu kommen. Und dann, Nummer zwei, Auladukum. Eure Kinder, eure Familie. Und wir hatten das in Surat al-Taghabun. Könnt ihr euch erinnern? Surat al-Taghabun? Wo Allah Ta'ala darüber spricht, inna min azwajikum auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Es gibt unter euren Kindern und Familien Feinde, so nehmt euch in Acht vor ihnen. Deine Familie, deine Frau, dein Mann, deine Kinder können zu einer Ablenkung werden. Dass du denkst, okay, ich muss mich um meine Familie kümmern. Ich liebe meine Familie über alles. Das ist ja auch so, sollte man auch. Aber es gibt Maßstäbe in meinem Leben. Und diese Maßstäbe darf ich niemals vernachlässigen. Und der Maßstab, qala Allah, qala Rasul, steht über allem. Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben etwas gesagt. Da kann ich nicht sagen, okay, aber meine Kinder wollen etwas anderes. Meine Frau will etwas anderes. Mein Mann will etwas anderes. Nein. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنًا. Und es ist weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau erlaubt. إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. Wenn Allah und sein Gesandter eine Angelegenheit beschlossen haben, أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. Dass sie sich dann das aussuchen können. Ich muss mich am Maßstab halten und darf mich nicht ablenken lassen. Und wer das tut, der ist ein Verlierer. Weil der hat nicht verstanden, dass das alles eine Prüfung ist. Der hat verloren. Er denkt, oh toll, ich bin ein toller Vater gewesen, eine tolle Mutter gewesen. Oh, ich war erfolgreich gewesen. Und er denkt, oh, das, ich habe die Prüfung bestanden. Nein, hast du nicht. Du hast die Prüfung bestanden, wenn du das getan hast, was Allah von dir wollte. Und nicht, wenn du reich bist. Und nicht, wenn du viele Kinder hast. Das ist alles Mata'ul Hayati Dunya. Das ist schön, Alhamdulillah, ein Geschenk von Allah. Aber das ist nicht die Prüfung. Die Prüfung liegt in etwas anderem. Hast du deinen Kindern den Koran beigebracht? Das Gebet beigebracht? Bist du ein Vorbild für deine Familie oder nicht? Das ist die Prüfung. Nicht welches neueste, weiß ich nicht, Handy hast du deiner Frau gekauft? Das ist nicht die Prüfung. Das ist nicht die Prüfung, nach der Allah dich befragen wird. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, und es ist eine direkte Aufforderung, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Und gebt aus von dem, womit wir euch versorgt haben, bevor zu einem von euch der Tod kommt. Allah warnt uns und zeigt uns auf, du hast eine Frist. Und diese Frist, die wird nicht verschoben werden. Und in dieser Zeitspanne musst du etwas Gutes tun. Und deswegen spende. Tu etwas Gutes, bevor es zu spät ist. Jeder Tag könnte dein letzter sein. Denk immer daran. Ich weiß, das ist so banal, was ich sage, aber es ist einfach so. Das ist diese Banalität, ja, dass man einfach genau das weiß und es immer wieder vergisst, subhanallah. Jeder Tag könnte dein letzter sein. Vielleicht ist es heute unser letzter Tag. Hört sich erstmal so an, ach, da haben wir schon so oft gehört. Ja, aber was ist denn, wenn es wirklich so ist?
Was ist, wenn das wirklich der letzte Tag ist? Mal ganz ehrlich. Lass uns mal die Frage stellen. Wenn das mein letzter Tag wäre, wäre ich erstmal zufrieden mit dem, was ich an Gutem getan habe? Wenn du sagst, Alhamdulillah, ich bin zufrieden. Alhamdulillah. Aber dann selbst dann kannst du dich doch bessern. Aber ich würde mal sagen, dass die Mehrheit von uns das Gefühl haben wird, ich hätte eigentlich mehr tun können. Ich habe so viel Zeit verschwendet. Ich hätte so viel Gutes tun können. Warum habe ich das nicht getan? Und deswegen Allah sagt, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ. Und gebt aus von dem, womit ihr euch versorgt habt, bevor zu einem von euch der Tod kommt. فَيَقُولُ. Und dann wird er was sagen. Rabb, mein Herr, لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Würdest du mich doch auf eine kurze Frist zurückstellen, nur ein bisschen, ein paar Tage mehr, ein paar Tage. فَأَصَّدَّقْ. Dann würde ich Almosen geben. وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Und zu den Rechtschaffenden gehören. Aber وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah wird aber keine Seele zurückstellen, wenn ihre Frist kommt. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Und Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Was für eine Ermahnung. Du musst eigentlich gar nicht viel mehr sagen. Was für eine Ermahnung. Diese Ermahnung schließt Allah Ta'ala Surat al-Munafiqun ab und zeigt uns auf, wie wir uns vor Nifaq schützen können, indem wir uns anstrengen mit guten Taten, so wie wir es vorhin in diesem Hadith gehört haben. Anstrengen mit guten Taten. Dass wir versuchen, viel Gutes zu tun, bevor unser Leben endet. Möge Allah Ta'ala uns bewahren. Amin ya Rabbil Alameen.